Servus, liebe Piratenfreunde, hier ist euer Mike von Gemtessical HD. Auch wenn das hier nicht nach Piraten aussieht. Aber wir sind ganz sicher bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ja, wir sind im letzten Part im Abstergo Hauptgebäude ausgekommen. Und irgendwas ist da mit Roberts mächtig schief gelaufen. Der hat uns einfach mal über den Haufen geschlagen. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir lang müssen. Wir sind ja in so einer Einzelzelle aufgewacht, kann man fast sagen. Aber unser geheimnisvoller Freund hat uns hier rausgelassen. Und ich suche hier einfach mal noch die kleinen Zettelchen, aber da fällt mir ein. Ich muss mal eben zurück die Stoppuhr anmachen. Denn ansonsten, wisst ihr ja selber, überziehe ich bei Assassin's Creed doch gerne mal etwas. Da komme ich nicht lang. Da sitzt bestimmt unser Freund. Denn da will nur nicht gesehen werden. Ich weiß es nicht. Und bei Assassin's Creed ist es wichtig, da ich dabei 15 bis 20 Minuten bleibe, sonst wird das langweilig. Und ja, hacken wir uns hier erstmal ein. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt dürfen wir hier erstmal die Synchron noch mal hinkriegen. Bin mal gespannt, ob wir es irgendwie packen. Aber ich glaube, da müssen wir hier schon viel höher. Dann müssen wir da runter. Ha! Ja! Nee, Woodstocks werde ich leider nicht machen, auch wenn ich es mit den Hecken raus habe. Darum wird sich der Raphael später kümmern. Jetzt schauen wir mal. Du musst wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich. Aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ihrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Okay. Das klingt jetzt zumindest das, was ich verstanden habe wegen dem Headset und der Fernsehlautstärke. Das klingt nicht so gut. Jetzt müssen wir uns hier erstmal in den Cloud-Server hacken. Alles klar. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Da ich jeden einzelnen deiner Zettelchen kontrolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht alles ganz verwischt. Mit den Rendereinstellungen ist das immer leider ein bisschen verpixelt, wenn ich mich drehe. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Schauen wir mal. Müssen wir uns hier auch wieder reinhacken. Zielzahl ist diesmal um einiges höher. Das war ja einfach. Schauen wir mal, was der Server für uns bereithält. Oh. Das ist denn doch um einiges schwerer. Nein. Was? Ah, ich hasse es. Ah, jetzt. Nein! Jawohl, da sind wir durch. Uli, uli. Haben wir doch einigermaßen geklappt.
Haben wir doch einigermaßen geklappt. Ja, Räume. Oh Mann. Pirates of Nightmares. Okay. Kino. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard. Krass. Okay. Ich kann dich fühlen, Cipher. Fühlen. Aber kaum berühren. Was ist das? Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten im Nervensystem dieser Welt. Hast du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht nochmal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Kann man sein, dass der Typ leicht cholerisch ist, der uns hier in Anführungszeichen hilft. Weil so langsam glaube ich nicht, dass er uns wirklich helfen mag, sondern dass er irgendwie uns für seine eigenen Ziele benutzt. Das hört sich alles sehr merkwürdig und verwirrend an. Setzen wir uns erstmal wieder in den Animus und kehren als Edward zurück. Bunkerfreunde. Freunde, ach so. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, so ein schöner Bug. Uns gibt's gar nicht mehr. Cool. Die Anklagen, Sir, verlesen Sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonny seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott. Inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich. Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus.
Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet, bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Clever, clever. Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Ach, wie auch heißt es, Mark. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Hey, lass das! Hey, hör auf, mach damit. Das Ding auf! Irgendwas ist so dein Busch, oder nicht? Hey! Hey! Lass das sein! Hat gerade so gewackelt. Ja, hab ich's doch gewusst. Das ist bestimmt der Kid. Nee, ein ganz anderer. Guten Morgen, Captain Kenway. Der Chef da ist das. Ich habe ein Geschenk für euch. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Jetzt sind wir da schon mal raus. Ich muss mal nur gucken. Mal hier rauskommen wieder, ohne irgendwie aufzufallen. So, zack, den haben wir auch. Den kaschen wir uns jetzt auch. Da ist schon die erste Alarmglocke, die müssen wir gleich sabotieren. Mal gucken, haben wir auch. Nein, was habe ich gemacht? So. Die bekämpfen sich da jetzt hoffentlich schön gegenseitig. So dass ich die Glocke gleich sabotieren kann. Den jungen Herrn da hinten schicken wir mal schlafen. Dann wird es nämlich für uns einfacher, diese Glocke zu sabotieren. Sehr gut. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir warten, bis die Wache da vorne umgedreht ist, am besten.
die hier vor den zwei hingekommen ist. Ja. Vielleicht hat er Freunde an den richtigen Stellen. Oder Geld, wie Steve Bonnet aus Barbados. Na, den haben sie gehängt. Haben sie? Ei, geflennt und geheult hat der Braham. Geschieht so, jetzt gibt's ja erstmal ein schönes Rumgemoschel. Den haben die aber schnell über den Haufen geschlagen und den zweiten genauso. Aber jetzt kann ich die zwei hoffentlich. Geschieht dem Bastard recht. Schnell ausschalten. Und ihn genauso. Hier springen wir jetzt mal rein. Ziehen ihn in die Karre und dann können wir nämlich direkt die nächste Alarmglocke ausschalten. Einfach mal schön locker flockig hier spazieren. Oh, 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 oh. Gucken, ob wir die Wache da oben schlafen legen können. Kommt jetzt hier rüber gelaufen. Schalten wir ihn doch einfach mal aus. Und tun es ihm gleich. Gehen jetzt hier hoch, wo er runtergekommen ist. Aber wir müssen aufpassen, glaube ich, weil hier laufen Wachen rum. Müssen wir gleich noch... Dritte Glocke suchen. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Das hat wunderbar geklappt. So will ich das sehen. Und hier unten ist die letzte Glocke. Nein! Ja, genau. Na, allzu viele Könner hier Gott sei Dank nicht kommen. Ja, schieß ihn nieder. Ah, schade. Jetzt klappt auch ohne Waffen ganz gut. Wir haben mal hier nur unsere Assassinenklingen. Aber wo sind denn hier alte Freunde? Verstehe ich nicht. Wir gehen jetzt hier einfach mal ins Gefängnis. Und öffnen die Tür. Ne, da kann man sich drin verstecken, okay. Schade, da gibt es jemanden, der uns sieht. Von wie haben die uns denn gesehen? Das ist doch völliger Blödsinn. Kommt doch her, Mann. Ihr seid doch eh keine Gegner. So, Mensch. Machen wir euch heute nieder, ist doch mir auch egal. Hallo, Wein. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Ihn gibt's immer noch. Ich wünsche dir Glück, Mann. Hätten wir uns bereits heute getrennt.
den gibt's tatsächlich immer noch. Der ist zum Verstecken, da auch. Okay. Dann geht's also weiter. Hallo. Schlafen sein. Auch für dich, mein Guter. Damit du nicht mehr aufstehst und mich nervst. Und zwar lege ich mal am besten direkt schlafen. Sonst muss ich es dir stopfen. Sassenack, Bastarde, Mörder. Wie mache ich es jetzt am besten? Stehen über einer sterbenden Frau, als wäre sie ein Stück Fleisch. Das wird witzig. Ach, wie kann er mich denn sehen? Ja, oder so. Aber, hä? Ich habe nur den einen gesehen, ohne Witz. Oder... Nee, da ist keiner drin. Da muss es doch irgendwo... Ja, da geht's raus, oder? Obwohl, warte. Gucken wir mal schnell. Nee. Es gibt hier drin irgendwie nur den einen. Oder ist sie die zweite? Ach. Mensch, du sollst einfach interagieren. Hier ist vielleicht ein bisschen doof gelaufen. So. Mary, ich bin's, Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Sie ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady. Doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Stütz dich auf, Marina, komm. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen. Komm, genauso. Ui, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Und wir haben schon Überlänge. Merke ich gerade. Wir sind bei 22 Minuten. Aber die junge Dame kann einfach nicht schneller. Halt nicht, bitte. Ich lass dich nicht zurück, verdammt, heb deinen Arm. Ich glaub, so schlimm das sein wird, ich glaube, die junge Dame, die wird sterben. Das geht nicht. Sie gibt sich redlich Mühe, auch wenn sie kaum noch Kraft hat. Komm, etwa trag sie einfach, genau. Es ist niemand hier! Komm, wir werden es schaffen. Ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich runter, Edward. Ach, verdammt. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist so eine Schweinerei. Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Bliebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Verteilen! Durchsucht ihr jeden Winkel! Wir tragen sie jetzt trotzdem davon, weil wir wollen einfach nicht, dass sie hier zurückbleibt. Auch wenn es aussichtslos ist.
jetzt mal gucken, jetzt einfach ganz schnell hier weg. Oh je, ist das bitter. Einfach rennen. Vielleicht klappt es ja, dass wir da trotzdem hinkommen. Was? Das gibt Rache, Leute. Das kann so nicht sein. Geht nieder und lasst mich in Frieden. Ich dachte schon, ich kann die jetzt nicht mehr aufheben. Das wär's ja. Komm schon. Hilft unser Kamerad uns, oder? Nein, wir können einfach so dahin. Was ist? Ist sie tot? Oh nein. Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Ja, haben wir die Mission auch geschafft. Wo ich immer noch nicht weiß, wo der zweite alte Freund in Anführungszeichen ist. Beziehungsweise sein soll. Jetzt besauf dich doch nicht, Edward. Das ist ja auch der falsche Weg. Oh Mann. Krass. Ja, bleib mal einfach liegen. Mehr? Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Wird das reichen? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Oh nein. Kennst du noch mein Credo? Ja, aber den guten Wonner, Robert, werden wir im nächsten Part hinterherlaufen. Dafür ist jetzt einfach keine Zeit mehr, wir haben schon voll die Überlänge. Und stirb, bevor du und erlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist recht, Junge, nimm es. Ich zertrete dich, Male. Ich schlitz dich auf. Sorry, dass ich jetzt hier dazwischen geplappert habe, aber... ja, ich musste halt die Ansage machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.